An mir kommt niemand vorbei. Was? Ich sagte, an mir kommt niemand vorbei. Schon Schiller sagte, durch diese kalte Hose wird er kommen. Ich muss passieren. Dann werdet ihr sterben. Es geht ab ins Mittelalter. Season 2 in Fall Guys ist gestartet und wir reisen in der Zeit zurück. Entwickler Mediatonic hat neue Spiele und neue Kostüme zum Start der zweiten Season ausgepackt und es gibt einen neuen Modus. Mein Eindruck und alle Infos zu den Neuerungen gibt es jetzt. Außerdem wird eine außergewöhnliche Heldengeschichte erzählt, die einfach perfekt passt. Über einen Ritter, dessen Heldenmut, aber auch Hartnäckigkeit weltweit bekannt ist. Aber was auch geschehen wird, Otto finde ich gut. Hiermit erteile ich euch den königlichen Befehl, zur Seite zu treten. Ich trete vor niemandem zur Seite. Beginnen wir mit den neuen Level und schauen mal, was sich die Entwickler ausgedacht haben. Ritterparcours ist ein mittelalterlicher Hindernisparcours. Nachdem ihr schwingenden Äxten ausgewichen seid, geht es über stachelbewehrte Rollfelder, bevor euch wieder Äxte erwarten. Ist das geschafft, warten stachelige Hindernisse darauf, euch aus dem Spielfeld zu kicken. Außerdem müsst ihr hier die Löcher auf dem Boden beachten. Ich bin am besten damit gefahren, ganz an die Seite zu gehen und dann direkt zu laufen, wenn das Hindernis an mir vorbei ist. Dann noch über die Zugbrücken und es ist geschafft. Der neue Level hat mir sehr gut gefallen und auch die thematische Gestaltung ist sehr gelungen. Schöner Level. Gut, dann muss es sein. Jetzt, schmalzgewichster Rittersmann, gibt's kein Pardon. Oh, das ist nur ein Kratzer. Ein Kratzer? Euer Arm ist ab. Ist er nicht. Und was ist das da? Oh. Wandsturm ist auch ein Rennen, allerdings anderer Art und ihr bekommt ein neues Feature zu sehen, das Bewegen von Objekten. Das ist im Prinzip nichts Neues, ihr habt ja auch zum Beispiel schon Bälle bewegt. Aber hier geht es darum, die Umgebung zu ändern, um euer Ziel zu erreichen. Das Problem ist, dass ihr nicht die einzigen seid, die dies machen möchten und was soll ich sagen... Der Rage-Faktor ist hoch 10. Vor allen Dingen müsst ihr nicht nur eine Kletterhilfe zurechtrücken, sondern im Verlauf des Spiels immer mehr, da die zu erklimmenden Mauern immer höher werden. Ganz wichtig ist hier die R2-Taste, um sich an den Objekten festzuhalten und hochzuziehen. Ich wünsche euch viel Glück, mir hat das Spiel überhaupt keinen Spaß gemacht, alle wollen gleichzeitig auf dieselben Objekte, man wird nur rumgeschubst und fällt rum. Ah! Naja. Man kann ja nicht jeden Geschmack treffen. Von dem Spiel Reifenspringer gibt es noch eine Mittelalter-Version. Hier trefft ihr wieder auf die Zugbrücken und könnt Hindernisse verschieben, um an die Reifen zu kommen. Ist ganz nett gemacht. Was macht eigentlich unser tapferer Ritter? Mach nichts, es gibt Schlimmeres. Ihr seid ein Aufschneider. Komm, du König verschnitt. Bei den anderen Spielen fand ich keine Veränderungen, was ich ein bisschen schade fand. Die Wippen, Rollfeld, Ausweichmanöver oder Horter waren wie immer. Hier hätte Entwickler Mediatonic doch leicht den Level einen mittelalterlichen Touch verschaffen können. Schade drum. Natürlich gibt es einen neuen Season Pass und zum Setting passende Kostüme und Emotes. Da können sich die Macher austoben und witzige Kostüme im Mittelalter-Style rausbringen. Und unser Ritter? Ist er nun geschlagen? Der Sieg ist mein! Mein Gott, Walter! Wir danken dir, oh Herr, dass du in deiner... Ja, komm hoch! Es geht weiter! Was? Ja! Einfach ein geiler Typ. Ganz neu ist die Show-Auswahl. Ihr könnt zwischen dem Hauptprogramm, das gewohnte Spiel, wie es bisher immer war, und einem weiteren Event wählen. Hier gibt es dann eine spezielle Zusammenstellung von Spielen. Im Moment, wo ich das Video bearbeite, ist das Spießrutendauerlauf. Das heißt, es kommen nur Spiele, in denen ihr um die Wette läuft. Dieser Modus ist zeitlich begrenzt, dann kommt eine neue Auswahl. Ich finde, es ist eine ganz sinnvolle Ergänzung, finde den Modus gut und bin gespannt, was für Zusammenstellungen noch kommen. Im Moment ist es ja zum Beispiel so, wer Teamspiele nicht mag, ist beim Spießrutenlauf perfekt aufgehoben, denn da kommen sie nicht. Glaubt mich, dritten Pferd. Ja. Ihr seid wirklich außergewöhnlich tapfer, Sir, aber der Sieg ist mein. Oh, hast du schon genug? Jetzt hör mal zu, du abgebrochener Riese, du hast keine Arme mehr. Wer sagt das? Na, kratz dich mal. Ist doch nur eine Fleischwunde. Lass den Blödsinn. Feigling. Noch ein Bock, du brauchst einen Rollstuhl. Wie du willst. Das dürfte es gewesen sein zu den Neuerungen in Fall Guys. Wenn ich was vergessen habe, schreibt es gerne in die Kommentare, auch wie ihr die zweite Season findet. Noch ein kleiner Tipp für euch.
Wenn ihr demnächst ein neues Spiel oder etwas anderes im Gaming-Bereich anschaffen wollt, dann checkt mal den Kanal Homicide84. Dort findet ihr unter den Videos Links, zum Beispiel zu MMOGA, die haben auch PC-Spiele, aber auch zu anderen Anbietern. Und dann gibt es zusätzlich satte Rabatte für euch. Also für ein neues Spiel oder auch Vergünstigungen bei der PlayStation Plus oder Xbox Live Mitgliedschaft seid ihr hier genau richtig. Ich habe euch den Kanal in der Videobeschreibung und hier oben verlinkt. Bei Gefallen könnt ihr gerne ein Abo oder Like dalassen und wir sehen uns im nächsten Video. Ach und wir müssen noch nach dem Ritter schauen. Ist er endgültig besiegt? Ich spuck dir ins Auge und blende dich! Was machst du? Na komm schon! Willst du mir meine Rüstung versauen? Ich bin unbesiegbar! Nein, ein armer Irrer! Der schwarze Ritter triumphiert immer! Komm schon! Ich schlag dich zusammen! Komm schon! Auf einem Bein kann man nicht stehen! Also gut, einigen wir uns auf unentschieden! So, ich hoffe, wir haben alle was draus gelernt. Niemals aufgeben und wenn's mal beim Zocken nicht so klappt, einfach weitermachen. Der Erfolg kommt irgendwann bestimmt. Pädagogischer Auftrag erfüllt.